Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von LP Freerider 16. Ja Leute, bin ich wieder mal gut drauf, denn wir haben gestern Dungeons zerlegt, wir haben sie down gemacht, wir haben sie zerstört, wir haben sie in die Weiten des Abgrundes geschickt und gestern habe ich leider 70 Alu mit euch verpasst, darum mache ich heute ein paar Alu mehr. Ja, heute habe ich mal ein Thema mitgebracht und zwar, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein gutes Thema zum Reden ist, aber irgendwie kommt mir manchmal vor, dass das Sammleralbum irgendwie so, ja nicht unbedingt das Sammleralbum, sondern manche Quests irgendwie voll der Fail sind. Denn wie ihr selber wisst, bei meinem Machinator, da fehlt mir noch der Frostdämon. Ich glaube, der ist im Sammleralbum auf Monsterseite 4. Genau, der Frostdämon. Und den suche ich jetzt schon seit 4 Monaten. Ja, suchen ist jetzt übertrieben, aber eigentlich immer bei einer Special Quest, also bei so einer roten. Da steht sogar dort, dass der bei einer Special Quest kommt. Aber, ja hier, das ist eine Special Quest. Die sind meistens besser als die anderen. Und da müsste er normalerweise kommen, aber er ist nicht gekommen. Ja, darum habe ich jetzt mal den Support angeschrieben und habe mal gefragt, ob das vielleicht ein Fail ist oder normal. Antwort habe ich bis jetzt noch keine bekommen, denn die haben sicher auch sehr viel zum Erledigen. Verkaufen, verkaufen. Und ja, das wäre eigentlich schon mal das erste Thema. Und das zweite ist einfach bei ich wollte zwar schon mal wieder ein Let's Play von Brickforce bringen, aber irgendwie klappt das irgendwie mit dem Ton nicht, mit dem Aufnahmegerät nicht. Also das ist alles sehr... Oh, zwei Special Quests. Dann nehme ich... Nehme ich die S. Rufzeichen. Yes. Und, ja, muss ich kurz ein bisschen nachtrinken. Also, die Tonqualität, ja, würde ich sagen, die passt schon halbwegs, aber das Mikrofon ist noch nicht so gut eingestellt, kann man sagen, aber das ist so, bei den Videos passt der, aber bei dem anderen Aufnahmeprogramm für Brickforce, nehme ich ein anderes, das geht dann, da geht der Ton nicht, also da muss ich erst schauen, was los ist. Haben wir mit da nicht so viel Zeit, aber naja, vielleicht bekomme ich es hin von selber oder ich muss mir Hilfe holen, aber auf jeden Fall geht es irgendwie nicht. Naja, ich hoffe, seid mir nicht böse, ich bringe ja jeden Tag 2-3 Shakespeare-Fidget-Videos raus, also Video kann man eigentlich hier nur das Kunditagebuch nennen, denn so die kleinen Zusammenfassungen am Ende vom Tag sind zwar kleine Videos, aber eigentlich keine richtigen Let's Plays. Naja, ich bringe auch wieder mal ein paar andere Videos raus, vielleicht mal wieder ein bisschen Trickmania oder was habe ich denn noch, Manic Digger oder so. Ja. Die letzte Quest ist vorbei. Ins Klo habe ich schon was geworfen. Da müsste man mal wieder das Klopapier nachfüllen. Da oben sehe ich schon. Naja, die Pflanze über dem Klo finde ich jetzt nicht sinnvoll. Oh, eine nette Dame. Spül. Geht leider noch nicht. Ich habe noch 3 Epics. Das sind 150, 150 und 150. Ja, das wissen wir von der Schule. Das sind 300. Und jetzt werde ich mal diesen Gegenstand und diesen hier verkaufen. Arena kann ich, glaube ich, noch nicht machen. Doch, gegen Marilyn oder so. Ja, ich muss erstmal schauen, ob ich überhaupt jemanden von meiner Gruppe angegriffen habe. Ich glaube nicht. Aber jetzt würde ich mal vorschlagen, dass ich hier den Spirito Wolf angreife. Denn der hat eigentlich weniger Stärke als ich und ja, wie man das hier so sieht,
Den müsste ich eigentlich locker gewinnen, aber naja, man weiß nie. Zuerst habe ich einen Kampf gemacht und ja, das war so episch, dass es epischer nicht mehr ging und da haben wir den Sieg. Wieso bekomme ich jetzt keine Ehre? Naja, egal. Kämpfe habe ich 673 gewonnen. Hier nochmal zur Statistik, also die es interessiert. So, Waffenladen, oh, da war ich selber noch gar nicht drinnen. Stärke, Stärke, nee, brauche ich nicht. Oh, den Geschickbot brauche ich immer. Und Intelligenzausdauer. Das Coole ist ja, dass ich jetzt bei dem nächsten Dungeon Gegner bekomme ich auf jeden Fall ein Epic und da schaffen wir ihn beim ersten Mal. Ja. Na Spaß. Kundschaftertagebuch. Wir sind, glaube ich, Aura 5. Ist eigentlich egal. Stufe 144 ausrechnen. Alle Attribute sollte 149 haben und ein Attribute 290. Waffenladen. Her mit dir. Verkaufen. Rein mit dem Epic. Yes. 83,94. Also, ich würde jetzt mal sagen, das haben wir schon mal geschafft. Okay. Das lösche ich jetzt mal hier raus. Epics 55. Aber diesen Epic Counter, ich weiß nicht mehr, ob der stimmt oder überhaupt noch irgendwie passt. Auf jeden Fall schreibe ich jetzt hier mal. Okay, Facebook kann ich eigentlich auch wegmachen. Dungeons. Ich kann ja hier den erste von 10 Etage. Also die erste von 10 Etagen könnte ich mir noch als Ziel setzen. Top 200 müsste ich mal nachschauen, aber ich glaube, ich bin 218. Top 200, ja, das wird schon ziemlich hart, aber ist zum Schaffen. Also wenn man hier sieht, 2900 Intelligenz. Ich könnte ja den mal kurz angreifen. Ein Pilz kann ich wohl verschwenden. Und da legt er mit einem Crit los, ja. Zwei Crits, ja, logisch. Drei, ja. Egal, aber er hat sehr viel. Okay, also werde ich schaffen, ja, 218 bleibe ich jetzt. Dungeon, wie wir da wissen, ist das natürlich auch ein Geschickgegner. Also könnten wir rein theoretisch mal Geschick-Items suchen, obwohl ich eine Geschickwaffe schon habe. Könnte ich ja mal, ja, im Zauberlarm. Naja, ich belasse es mal heute dafür. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, 90 Dungeons geschafft und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video, euer LP Freerider 16. Ciao!